Herzlich willkommen zum Stream vom Spiel von Zürich, Zürichum Thunderbirds gegen die Hagedorfer Hippogreife. Hippogreife, Hagedorf. Hier im Bild sehen wir die Flagge von Dannys Hexenzauber, unserem Hauptsponsor für das Event von diesem Wochenende. www.dannys-hexenzauber.ch. Geht vorbeischauen, sie macht tolle, zauberhafte Sachen. Die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen beraten sich noch mit den Captains, mit der Claudia Leuch und dem Patrick Bütikofer. Claudia Leuch von Zürich, Turkish Thunderbirds und Patrick Bütikofer von der Hypergreife Hagedorf. Hier haben wir gerade gesehen, beim Coin-Toss, beim Münzwurf, haben Zürich und Hagedorf entschieden, auf welcher Seite sie spielen. Zürich haben wir auf unserer linken Seite und zu unserer rechten haben wir die Hagedorfer. Wir sind beim Spiel Zürich Turkum Thunderbirds auf unserer linken Seite gegen die Hypogreife Hagedorf, das Heimteam. Zürich kann an diesem Wochenende in der Gruppenphase schon mehrere Siege verbuchen. Eine Niederlage gegen Basel am ersten Tag im ersten Spiel. Das ist das letzte Spiel für Zürich mit grosser Hoffnung auf einen Sieg. Hypogreife Hagedorf haben bis jetzt noch keinen Sieg können verbuchen und treten hier gegen den ehemaligen Schweizer Meister Zürich an. Unsere Schiedsrichter, die Referees sind bereit. Beide Teams sind noch dran in ihren Huddles und tun ihre letzten Taktiken besprechen. Sich nochmal fürs Spiel vorbereiten. Es geht jede Sekunde los. Turkum Thunderbirds haben hier ihren Team-Chant abgelassen, wie ihr vielleicht leicht aus dem Off gehört habt. Wir hören You've been Thunder, You've been Thunder, You've been Thunderstruck. Vielleicht kennt jemand das bekannte Lied. Der Headref tut die beiden Teams zur Starting Line riefen. Zürich und Hagedorf stellen sich auf. In beiden Teams haben wir beim Starting Lineup die jeweiligen Coaches. Einerseits auf der Seite der Hagedorfer haben wir den Patrick und Johanna, die das Team coachen. Und auf der linken Seite bei Zürich haben wir dort Claudia.
Basen liegen am Boden. Der Referee fragt Teams, ob sie bereit sind. Teams sind bereit. Sprung darf gehen los. Beide rennen auf zu. Nummer 10 von Zürich, der Jan, der sich als schneller Chaser ausgestellt hat, schon im letzten Spiel, passt zum Merlin, der heute neu dabei ist. Und hier geht der Quaffel nebenan vorbei. Tagendorfer wäre einen zweiten Versuch ab. Und es kommt ein dritter Versuch. Und der ist durch. Der Merlin, der Nummer 42, verwandelt das erste Goal für Zürich. Wir haben 10:0 für Zürich und Thunderbirds. Tagendorfer werden hier ein schwieriges Spiel haben gegen die letztjährigen Schweizer Meister. Wenn man auch sieht, dass sie an diesem Wochenende noch keinen Sieg können verbuchen. Trotzdem bleiben sie dran, machen einen schönen Pass in die Keeperzone. Doch hier passiert ein schneller Beat. Da haben wir einen schönen Pass auf die Nina, zurück zu Merlin. Spiel von der Zürcher und der Ring ist sehr schön. Doch, da geht der Ball verloren. Wer es schon gesehen hat, die Schiedsrichter haben schon länger die Fußstube gehabt. Zeichen im Kühl ist für einen Foul. Sie beraten sich kurz. Da wird wohl jemand von den Hagendorfer einen Foul begangen haben. Schiedsrichter und Schiedsrichter sind nicht am Beraten. Der Patrick Bütikofer, der sogenannte Speaking Captain von den Hagendorfer, ist an und fragt nach, was passiert ist und schildert die Zeiten von den Hagendorfer. Hier gibt es eine gelbe Karte für die Nummer 0. Von der Hypergreifen Hagendorf für Initiating Contact from Behind, für Kontakt von hinten, was im Quidditch verboten ist. Kontakt, Tackles, Wraps und sonstige Kontakt müssen im Quidditch immer von vorne eingesetzt werden, nie von hinten, einfach aus Sicherheitsgründen. Hier geht einer von den erfahrenen Spielern von der Hypergreifen Hagendorf in die Penaltybox, in die Strafbox für eine Minute, wo auch schon für das schweizerische Nationalteam gespielt hat. Das Spiel geht weiter. Der Ball ist zu den Zürchern gegeben worden aufgrund vom Foul. Sie nutzen gerade die Chance mit etwas weniger in der Verteidigung, um hier ein schnelles Goal zu machen. Ob das wird, sehen wir jetzt gerade. Mit einem schönen Sprung verwandelt hier der Merlin den Quaffel und macht das zweite Goal für Zürich. Es steht 20:0 für Zürich. Hagendorf nimmt sich hier Zeit, baut den Angriff langsam auf, hat eine schöne Reset-Option, eine Rückpass-Option hinten. Da geht ein Beat von der Claudia leider neben durch. Und wir sehen eine spannende Aktion bei der Ring von der Zürcher, die aber nicht verwandelt werden kann. Hier haben wir Nummer 15, der Noam, der Goalie von der Zürcher, der wieder den Koffel hat. Die Hagendorfer haben keine Beiter mehr. Sie können nicht verteidigen. Dort steht eine über der Tochter, dort hat sie wieder den Blattschuss, sie steht bei den Hoops. Ein langer Pass gegen hinten. Oft Jan mit der Nummer 10. Er versucht oben durch den hohen Ring zu werfen. Das wird leider nicht. Und der Ball ist aber immer noch auf der Zürcher Seite. Sie probieren es weiterhin. Sie bleiben bestätigt dran und ein schöner Save von Goalie von der Hagendorfer
Und da gibt es ein Illegal Reset, ein illegales Zurückspielen vom Ball, wo niemand rum ist, um ihn zurückzupassen. Da geht der Ball auf die Seite der Hagendorfer. Im Quidditch darf man keine Ball so in seine eigene Hälfte werfen, wenn dort niemand ist, der den Ball fangen kann oder annehmen. So geht der schlechte Pass direkt. Und da geht über den Zürcher. Der schlechte Pass von der Nummer 2 von Zürich resultiert aber wieder in einem Wurf von der Nummer 2 Fegendorf, der aber auch nicht verwandelt ist, von neben durchgeht. Der Ball ist wieder bei den Zürcher. Zürich können aufbauen. Da Janis Grimm, jetzt neu drinnen als Goalie bei den Zürcher, hat einen Quaffel und baut den Angriff an. Es steht immer noch 20-0 bei dem Spiel von Zürich Türkum Thunderbirds gegen Hagendorf, Hippogreif Hagendorf. Und wir sind gespannt, was da noch so passiert. Zürcher können leider ihre schönen Spiele um Ring in diesem Spiel bis jetzt noch nicht so verwandeln. Es gehen das noch zu den Ring, doch dort sind niemand Hagendorfer. Hagendorfer werden weit zurückgedrängt, von den Zürcher, können doch aber mit einem Beat hier wieder etwas ausmachen. Hier schnappt sich der Merlin mit der Nummer 42 den Ball, hätte doch leider einen Fehler begangen, ein Spiel gewesen. Und dann geht der Nummer, ein Ball von der Nummer 2, knapp über den Hub, der hätte fast drin sein können. Aber leider ist nicht das Wort. Nummer 2 von Hagendorf hat jetzt schon in dem ganzen Spiel gezeigt, dass der Ball sehr hoch an den Ring der Zürcher kommen, doch dauert bis jetzt noch nicht. Der Ball ist wieder bei der Zürcher, sie bauen langsam auf. Wer hätte gedacht, dass der Schweizer Meister Zürich gegen die Übergreifer Hagendorf so grosse Mühe haben in dem Spiel? Auch der Pass von der Zürcher geht zu weit und kann nicht abgefangen werden. Hagendorfer, die gestern kein Spiel gewonnen haben, haben jetzt an dem zweiten Tag eine bessere Aufstellung, sind sicher nochmal über ihre Taktik drüber. Und die Spielerinnen und Spieler mit weniger Erfahrung haben sicher auch viel am gestrigen Tag gelernt. Das sehen wir in dem Spiel gegen die Favoriten von Zürich. Und wir sind gespannt, was da alles noch so passiert. Hagendorf befindet sich hier nach einer längeren Zeit immer noch in Snitch Range. Da haben wir wieder einen Foul. Das mal voll Zürich. Die Refs haben ihre Fußstoben. Wir sind gespannt, was da jetzt genau für eine Karte kommt. Nochmal eine kurze Regelwiederholung im Quidditch. Wir haben auf beiden Seiten jeweils mit den weißen Stirnbändern Chaser. Oder zu Deutsch nennt man sie auch Jäger. Die dürfen mit einem Quaffel spielen und dann versuchen, durchdringend zu werfen. Sie werden unterstützt von der Person mit einem grünen Stirnband. Das ist der Goalie, der hier versucht, die Ball abzuwehren, aber auch darf mit Führer kommen und Goal machen. Es hat keinen Foul gegeben. No harm, no foul, wie es im Quidditch heisst. Und das Spiel geht weiter.
Was man jetzt auch schön sieht, wir haben hier auf der Zürcher Seite die beiden Personen mit dem schwarzen Stirnband. Das sind Peter. Die versuchen mit ihren Völkerball andere abzuwerfen und so für kurze Zeit aus dem Spiel zu nehmen. Ist man abgeworfen, steigt man ab seinem Besen, seinem PVC-Besen, rennt zu seinem eigenen Ring und berührt den und dann darf man wieder mitspielen. Da gibt es wieder eine schöne neue Aktion von der Zürcher, ein weites Spiel von Zürich, wo auch durchgeht. Da haben wir 30 zu 0 für Zürich. Aber auch gerade wieder ein Foul. Wir sind wie immer noch bei 30 zu 0 für Zürich gegen Hagedorf. 30 zu 0 nach dem letzten Goal. Wir sind bei 7 Minuten 45. Und da gibt es einen schönen Pass auf Stefanie, die auch im Nationalteam gespielt hat das Jahr. Wo eigentlich zu Luzern spielt und hier jetzt die Hagedorf unterstützt. Ein schöner Beat von Marc. Flavia mit der Nummer 4 von Zürich übernimmt den Ball, rennt durch und steckt den Koffel souverän durch den kleinsten Hub. Jetzt sind wir bei 40 für Zürich zu 0 für Hagedorf. 40 Zürich, 0 bei Hagedorf. Weiter Schussversuch von der Stefanie aus dem Team von der Hagedorfer, wo hier der Angriff mit zwei Platschern von den Zürchern verhindern will, damit dort kein Punkt bei ihnen geht. Jetzt probieren sie aber trotzdem noch wieder anzustürmen. Die Zürcher passen wieder. Wurf vom Fidel, wo der leider nicht verwandeln kann. Es gibt ein Durcheinander bei der Ring. Und der Angriff von den Hagedorfer kann wieder aufgebaut werden. Der Ball ist sicher bei den Hagedorfer. Die Motivation für Zürich ist hoch, das Spiel zu gewinnen. So können sie sich mit grosser Wahrscheinlichkeit Platz im Finale sichern. Bis jetzt haben wir im Finale mit grosser Wahrscheinlichkeit Basel. Das andere Team, das eine Chance auf ein Finalspiel hat, sind Moslinger Bold Truckers. Da bleiben sie weiterhin dran, versuchen durchzurennen, doch die Verteidigung von der Bizo von der Hagedorfer, die Verteidigung von der Zürcher, Entschuldigung, mit der Bizo, tut der Hagedorfer ordentlich zusetzen. Da haben wir wieder Nummer 1, wo auf dem Spielfeld ist, der Goalie von Zürich, wo da einmal hinten rumrennt und der Ball versenkt. Zürich kann jetzt nach der Schwierigkeit am Anfang vom Spiel jetzt doch langsam wieder ein bisschen mehr geben. Wir haben ein 50 zu 0 gegen Hagedorf. 50 für Zürich, 0 für Hagedorf. Die Hagedorfer versuchen hier wieder schön aufzubauen. Ein Pass über zu Stefanie, den sie leider nicht fangen kann. Und sie versucht einen Wurf auf den Ring. Oh, und mit mehreren knappen Schüssen vorbei an den Ring können die Hagedorfer hier aber leider keinen Punkt für sich verbuchen. Die Zürcher haben hier in ihrer Verteidigung immer wieder zu kämpfen. Sind aber trotzdem in diesem Spiel dominant. Die Zürcher nehmen sich Zeit, sie bauen langsam auf, sie setzen die Hagedorfer unter Druck und warten, bis sie die entsprechende Situation können ausnutzen können. Hier nehmen sie Fahrt auf, der Jan der Nummer 10 geht an und versenkt ihn. Wir haben eine 60 zu 0. Wir haben 60 zu 0 für Zürich.
Da stürmen die Hagenhofer wieder an, jetzt versteht aber Zürich, wie sie ihre Verteidigung aufstellen und halten sie da gut ab. Nummer 1 von Zürich rennt wieder durch, er ist gut in Fast Drives, in schnellen Angriff und macht hier ein 70 zu 0. Ein 70 für Zürich zu 0 für Hagenhof. So, gibt es eine Nachfrage? Bei der Minute 12:45 von den Hagendorfer für ein Timeout, damit sie jetzt einmal eine Minute lang Zeit haben, zum besprechen, wie sie hier im Spiel weiter vorgehen. Im Quidditch hat jedes Team die Chance auf eine Minute Timeout, damit man hier auch nochmal Taktikanpassungen machen kann und vielleicht auch noch einen kleinen Moment durchschnaufen kann. Das gibt natürlich auch für unsere Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen eine kleine Pause. Das heutige Team beim Livestream, nein, es ist nicht das heutige, sondern das Team für das Spiel beim Livestream besteht aus den Basel Basilisks, aus Severin, Ole an der Kamera und dem Samson, der jetzt hier am Kommentieren ist. Zehn Sekunden, bis das Spiel wieder weitergeht. Das Timeout ist vorbei. Alle müssen wieder auf ihre Base remount, aufsteigen wie auf ein Pferd. Beim Pfiff geht es wieder los. Das Spiel geht weiter. Wir sind bei 13 Minuten. Und Hagenhofer stürmen hier an und schaffen hier den Ball, aber trotzdem wieder versuchen nicht durchzukriegen. Hier haben wir einen Foul, und zwar von der Nummer 42 von Zürich. Und zwar haben wir hier einen Kontakt zum Hals, von der Nummer 42, einen Kontakt zum Hals. Der Kontakt darf in Quidditch, wie hast du gesagt, nur von vorne gemacht werden und auch nur zwischen den Schultern und den Knien. Der schöne Schuss von den Hagendorfer ist nicht durch den Ring. Das haben sie kontrolliert. Der Ball geht aber wieder zu den Hagendorfer, die probieren hier natürlich jetzt den Ball schnell zu verwandeln. Wir sehen schon im Hintergrund Johanna, die dort parat steht. Auf 5-5 geht es weiter. Der Pass geht zu Jana, der kann sie leider nicht verwandeln, weil der Noam von hinten reingreift und sie ihr den Ball wegstellt. Wir stehen momentan bei 70 zu 0 für Zürich, 70 zu Zürich, 0 für Hagendorf. Die Zürcher lernen sich Zeit, können das natürlich jetzt auch, sie haben einen komfortablen Vorsprung mit 70 zu 0 und drücken in den sicheren Situationen dann den Koffel durchdrücken. Da haben wir wieder Nummer 10, der Jan von Zürich, der hier ein Goal macht. Wir stehen bei 80 zu 0 für Zürich, 80 zu 0. Und Nummer 42 von Zürich ist wieder im Spiel. Er darf wieder aus der Penaltybox raus. Er hat sich mit der abgesessen. Hier gibt es einen Pass über. Schöner Pass von der Hagendorfer auf Nummer 2, der vorher schon einige schöne Aktionen gehabt hat. Hier probieren sie jetzt wieder anzukriegen. Nummer 3, die Johanna von der Hagendorfer, kann aber der Pass nicht entgegennehmen. Der Pass geht drüber. Nummer 10 von Zürich hat ihn wieder. Und baut hier den Angriff langsam wieder auf. Zürich nutzt natürlich auch hier die Chance, ihre Spieler und Spielerinnen häufig auszuwechseln, damit die sich schonen können, falls es dann zum Finalspiel kommt.
Oh, eine schöne Doppelpassaktion von der Nummer 10 und der Nummer 15 von Zürich, wo dann von der Nummer 15 versenkt wird. Wir stehen bei 90 zu 0 für Zürich. 90 für Zürich, 0 für Hagedorf. Nachdem Hagedorf in dem Spiel gut gestartet ist, Zürich Schwierigkeiten gehabt, Goal zu machen und den Koffer durch den Ring zu bringen, hat sich doch gezeigt, dass auf die Länge Zürcher mehr Spielerfahrung haben und hier auch ein Spiel besser können dominieren. Ein langer, schöner Pass auf Nummer 4 von Zürich, wo eigentlich nur noch die Hände anheben muss, um den Ball durchzudrücken. Da sind wir bei 100 für Zürich zu 0 bei Hagedorf. 100 Zürich, 0 Hagedorf. Wir sind mit der 16. Minute. In einer Minute kommt unser Schnatz aufs Feld. Wie auch schon bei anderen Spielen haben wir hier von den bekannten Gesichtern den Alex, der bei der Basel Basilisk sonst auch am Spiel ist. Hier sehen wir einen schönen Save von einem Wurf von der Nummer 93, Hagedorf. Hat immer wieder schöne Momente bei ihrem eigenen Ring. Ihre Verteidigung steht gut, sie haben aber trotzdem Schwierigkeiten. Es geht einen kurzen Unterbruch, da ist der Fuss wieder oben, hat es einen Foul gegeben von der Zürcher. Man hat sich den Countdown schon gehört, nachher kommen wir dann in 3-4 Sekunden, kommt dann schon der Schnitz aufs Feld. Es gibt keine Karte. Da haben die Schiedsrichter nochmal darüber diskutiert und gesehen, dass das nicht so schlimm ist. Spiel geht weiter. Snitch on pitch, das heisst, der Schnatz ist auf dem Spielfeld. Wir haben Alex. Und da hat jetzt noch eine Minute Zeit, um sich hier auf dem Feld zu orientieren und zu schauen, wo er am liebsten stehen will, bevor dann unsere beiden Sucher aufs Spielfeld kommen. Wir haben bei den Sucher hier Merlin mit der Nummer 42 von Zürich und hier Andy, der Stefan mit der Nummer 0 von den Hagedorfer. 30 Sekunden noch, bis die aufs Spielfeld kommen. Wir sind gespannt. Hier geht der Ball durch. Wir sind 110 für Zürich, 110 für Zürich zu 0 bei Hagedorf. Beide Sucher werden mit großer Wahrscheinlichkeit hier versuchen, den Schnatz zu fangen. Bei so einem großen Punktabstand wird man doch immerhin mal auch ein Spiel, wenn man am Verlieren ist, wenigstens noch mit einem schönen Moment können abschließen. Hier haben wir ja beide Sucher auf dem Feld. Es zählt für Zürcher natürlich viel. Der Schnatz ist dort zu fangen, weil das gibt einen extra Turnierpunkt. Die Zürcher werden sich natürlich hier den Platz im Finale sichern und das machen sie mit einem Schnatzfang. Hier haben wir einen Schnatzfang von Merlin von Zürich. Und jetzt wird hier diskutiert. Der Schnatz deutet schon an, dass hier an der Hose gezogen worden ist. Das heisst, es kann sein, dass der Catch nicht gut ist.
wie der Schnatz schon angedeutet hat, ist du an der Hose gezogen worden. Da ist die Hose gezogen worden und nicht der Schnatz abgerissen. Von dem her ist der Catch nicht gut. Der Fang ist nicht gut. Es wird weitergespielt. Die Hagenhofer sind kurz und noch vor der Ring. Vielleicht können sie jetzt hier endlich mal reindringen. Aber da wird nichts draus. Da ist wieder abgewehrt worden. Wir haben Zürcher, die wieder langsam gegen Führer kommen. Die Hagenhofer machen einen guten Job, indem sie hier eine schöne, sichere Zone machen. Für ihre Sucher. Für ihre Sucher, damit er angehen kann. Und der Nummer 42 von Zürich wenig Zeit lassen. Die Hagenhofer wollen natürlich hier. Während wir uns auf das Schnappspiel konzentrieren, haben die Zürcher den Vorsprung noch weiter ausgebaut und sind bei 120 zu 0. 120 für Zürich zu 0 für Hagendorf. Da sind jetzt beide Sucher dran, versuchen hier den Schnatz zu fangen, doch auch die Bieter kommen immer wieder und nehmen sie raus. Der Schnatz geht auf die Knie, das heisst, etwas mit der Socke ist noch nicht ganz richtig, mit der Hose ist noch nicht richtig. Die muss wieder gerichtet werden und nach 3 Sekunden dürfen dann beide wieder angreifen. Jetzt haben wir hier von Zürich der Merlin am Schnatz dran. Der Alex, der Sucher, hat hier den Merlin mit seinem Besen. Weg von ihm und da mit einer erfolgreichen Taktik. Der Besen ist sich langsam am Verbiegen. Aus dem Augenwinkel sehen wir hier 130 zu 0. 130 zu 0. 130 zu 0. Beide Sucher müssen zurück. Der Jan muss aufpassen, wie er an den Schnatz angeht. Jetzt haben wir hier zwei Sucher, die auf dem Schnatz sind. Der Beat von der Jana geht hier neben der Ohren. Keine Chance. Und Zürich fängt den Schnatz. Jetzt sind wir gespannt, was hier gesagt wird. Sie wird wieder weiter darüber diskutiert. Jetzt schauen wir, ob der Schnatzfang gut ist. Das würde der Zürcher mit ziemlich großer Sicherheit den Platz im Finale sichern. Und der Fang ist gut. Zürich entscheidet das Spiel für sich. Nimmt hier den extra Turnierpunkt auch noch natürlich für den Schnatzfang mit. Wir haben einen Endstand von 160 zu 0. 160 für Zürich zu 0 für Hagenhof. 160 mit dem Schnatzfang für Zürich zu 0 für Hagenhof. Ich bedanke mich recht herzlich. Das war das Livestream-Team von Basel. Bis ein anderes Mal.